Komm zu Islamstudium, da wird es richtig abgehen, sage ich mal. Da werden wir strukturiert lernen in jeder Wissenschaft. Wir bauen den Studenten auf, in jeder Wissenschaft ein Büchlein aus dem Arabischen. Ich mache nichts aus deutschen Büchern. Du wirst von mir kein deutsches Buch haben. Ich gehe zu den arabischen Büchern und du kriegst pures Wissen von den Gelehrten. Okay? Ich überlege sogar das Studium von Ibn Uthaymin zu nennen. Warum? Weil er hat super Kurzbücher in mindestens vier Wissenschaften. Er hat ein Buch in Usul Fiqh, Methodenlehre. Ein gleiches Buch hat er in Hadithwissenschaft. Dann hat er ein Buch in Usul Tafsir, Grundpfeiler des Tafsirs. Und in Namen und Eigenschaften Allahs. Aqid al-Hamawiyya von Ibn Taymiyyah hat er zusammengefasst. Und dann hat er ein Buch, das heißt Kitabul Ilm. 300 Fragen rund um das Wissenserwerb und Benehmen etc. Wenn wir diese fünf Bücher durchnehmen, hast du einiges an Wissen. Und alles basiert auf Ibn Uthaymin. Ibn Uthaymin war kein kleiner Student, ein Großgelehrter gewesen. Und ich gucke noch, was ich von ihm finde, sodass unsere komplette Wissensreise auf seiner Bücherei basiert. Und vielleicht hole ich noch Imam Sa'di rein, sodass wir kombinieren zwischen Imam Sa'dis Bücher, der Scheich von Ibn Uthaymin, und Ibn Uthaymin. So schließt du ein Studium ab von einem Gelehrten. Ich bin nur der Rohr, der euch das weitergibt. Inshallah wa ta'ala. Macht Dua, dass das zustande kommt. Allahumma amin. Möge Allah euch alle belohnen. Macht Dua für euch gegenseitig.